Hi, ho und herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Und schön, dass ihr mich gefunden habt. Oh Gott, es tut mir leid, aber das war jetzt ein kleiner Übergang zu unserem heutigen Thema. Nämlich mein heutiges Thema ist Orientierung. Oder besser gesagt, sich zurechtfinden, wo man gerade ist. Und da habe ich euch so hier und da ein paar Tipps. So, jetzt habe ich aus meinem Versprecher noch was gemacht. Yeah. Also, einer meiner ersten Tipps ist auf jeden Fall, wenn man so ganz und gar keinen Orientierungssinn hat, kann es manchmal helfen, sich Schilder an die Türen zu machen. Also sowas wie Schlafzimmer, Wohnzimmer, Esszimmer, Küche, damit man, auch wenn man sich dann verläuft, mehr oder weniger zumindest nachlesen kann, wo man gerade steht. Mein nächster Tipp ist, sich auf jeden Fall so bei Nachtlichter, also so Nachtlichter hinzustellen, ein bisschen Bewegungsmelder oder sowas wie Lampen anzulassen. Weil wenn man sieht, wo man hinläuft, fällt es einem schon mal einfacher, den Weg zu finden. Und dann ist es nicht mehr so dieses nachts stumm und irgendwie durch die Gegend zu tapsen und sich nur an den Wänden entlang zu touchen. So nach dem Motto, ah, das könnte jetzt die Gangwand sein. Das ist mir nämlich schon oft passiert, dass ich nachts mein Nachtlicht vergessen habe und dann habe ich irgendwelche Wände angetatscht in der Hoffnung, dass es die Wand ist, die ich suche. Einmal hat sich dann rausgestellt, es war Mom, aber das ist eine andere Geschichte. ja, auch sehr hilfreich kann sein, wenn man nicht alleine wohnt oder wenn man nicht alleine ist, dass man dann jemanden fragt, wo sind wir eigentlich gerade? So nach dem Motto, ja, ich weiß jetzt nicht, wo wir sind, aber vielleicht weißt du es ja. Und dann kann der andere einem vielleicht helfen, vielleicht auch nicht. Wenn man unterwegs ist in der Stadt oder so, kann es auch manchmal hilfreich sein, einfach irgendwo in einen Laden zu gehen und zu fragen, wo man sich denn gerade befindet. Dann wird man oft doof angeklopft nach dem Motto, ja je, wie doof kann eigentlich ein Mensch sein, dass der nicht mal weiß, wo wir gerade sind. Aber es hilft. Und wenn man dann diese Sorge vor, was die denken und die Leute von einem überwindet, dann ist das auch wirklich, ja, hilfreich. Wobei ich nie Sorge hatte, dass was denken die Leute von mir. Naja, deswegen bin ich immer schon einfach hingegangen und habe irgendwen gefragt, wenn ich nicht wusste, wo bin ich eigentlich gerade. Ja, was auch eine hilfreiche Sache ist, ist nicht alleine loszuziehen. Zumindest so lange, bis man sich ansatzweise auskennt und dann einfach jemanden mitzunehmen und mit dem zusammen unterwegs zu sein. Weil, gut, dann braucht man echt großes Vertrauen zu der Person, weil man ja selbst nicht weiß, wo man gerade ist und man sich dann mehr oder weniger darauf verlassen muss, dass der andere einem nicht irgendwie austrickst und behauptet, jetzt sind wir gerade in der Kirche und in Wirklichkeit befindet man sich in einem öffentlichen Klo. Aber wenn man dann diesem anderen so weit vertraut, dann ist es sehr hilfreich, wenn man einfach jemanden hat, der mit einem mitgeht. Ich für meinen Teil, ich habe ja mehrere Leute zum Glück, denen ich so weit vertraue, nämlich meiner Mom, meinem Dad, meiner Pflegerin, hi an dieser Stelle, meiner Babette und auch meine Oma. Und ja, auch sehr hilfreich kann sein, wenn man manchmal sich irgendwo verläuft, kann es manchmal passieren, manche Leute haben ja so viel Glück, dass man jemanden trifft, den man kennt. Ja, jetzt natürlich den anderen dann wiederzuerkennen, ist dann auch nochmal eine Aufgabe. Aber wenn dir jemand entgegenkommt und den Zwölf für dich anspricht, kennt er dich. Das ist so mein Motto. Oh Gott, das ist bestimmt nicht wirklich die beste Lösung, aber dann kann man diese Person fragen, wo bin ich eigentlich gerade? Das ist noch ein guter Tipp. Also ich möchte keine Gewährleistung, ich kann nicht dafür garantieren, dass diese Tricks und Tipps immer funktionieren, aber so mache ich es oft. Auch noch so eine hilfreiche Sache für mich ist, wenn ich mein Handy habe. Ich gehe dann einfach auf mein Handy und gehe auf die Karte. Die meisten Smartphones heutzutage haben ja zum Glück Karten. Und dann lasse ich mich von meinem Handy leiten, wo ich jetzt gerade bin. Nachteil an der ganzen Sache, wenn man kein Internet hat, funktioniert es nicht. Wenn man irgendwie zu weit weg ist, dann registriert das Handy manchmal den Ort nicht oder wenn ein Haus im Weg ist. Also die Methode hat auch so ihre Nachteile oder ihre,
ihre Tücken. Was mache ich noch, wenn ich mich verlaufe? Das passiert mir, also ich muss zugeben, ich versuche euch jetzt gerade diese Tipps zu geben, weil es mir heute erst passiert ist. Eigentlich wollte ich aufs Klo. Aber als ich dann, ich bin eingeschlafen für eine halbe Stunde, dann wollte ich aufs Klo gehen und als ich dann aufgewacht bin, stand ich plötzlich vor meinem großen Bruder und dachte mir so, hey, seit wann steht der denn hier? Und als ich dann meine Eltern noch entdeckt habe, habe ich dann nur so richtig realisiert im Halbschlaf, dass ich nicht mehr bei mir bin, sondern dass ich jetzt bei meinen Eltern stehe. Und ja, es war trotzdem schön. Ich habe dann Zeit mit ihnen verbracht und ja, bin danach eben dann aufs Klo gegangen. Aber so, ich habe mich dann auf diesem kurzen Weg zwischen meinem Zimmer und Bad verlaufen. Und deswegen dachte ich gebe euch heute mal so ein paar Tipps diesbezüglich. Was kann noch helfen? Ich für meinen Teil, ich finde es auch immer sehr hilfreich, die Schritte abzuzählen. Also wenn man einfach sich irgendwo hinstellt, wie zum Beispiel das jetzt von meinem Zimmer, und dann anfängt, die Schritte zu zählen, die man braucht, bis man im Bad ist. Und das kann einem manchmal auch sehr helfen. Und dann findet man zumindest so die Wege. Auch sehr hilfreich sind natürlich, wie ich schon mal erwähnt habe, solche Sachen wie die Bank vor der Bank, die es jetzt übrigens nicht mehr gibt, leider. Jetzt finde ich unsere Bank nicht mehr. Ja, und sowas, das kann auch sehr hilfreich sein, weil dann findet man sich auch zurecht anhand von einem kleinen speziellen Dingen, die es nur dort gibt. Und sowas wie ein Schild oder eine Schriftart oder eben sowas. Einfach so ganz kleine Sachen, an denen man einen Ort wiedererkennt. Jetzt ein Tipp, der nicht hilft und den man auch nicht tun sollte. Auf keinen Fall selbst irgendwelche Zeichen oder irgend sowas an Wände kritzeln, die nicht einem selber gehören. Ich gebe es zu, in meiner Wand da hinten, da habe ich ein kleines Männchen mal gemalt, so mit 5, 6. Aber Wände anmalen ist keine gute Idee. Weil bis man die wieder sauber bekommt, das dauert ewig. Gut, irgendwann werde ich mal probieren, diesen Trick mit der Zahnpasta vom letzten Video, aber solange, bis man einen guten Trick gefunden hat, funktioniert es nicht und am Ende sieht dann die Wand furchtbar aus, weil dann eine Stelle heller ist als die anderen. Also nicht Wände anmalen. Das ist nie eine gute Idee. Ja, das kann noch helfen. Wenn man kein Smartphone hat, aber trotzdem gerne sich zurechtfinden möchte, können manchmal Stadtpläne auch helfen. Also einfach einen Stadtplan in die Tasche mitnehmen und dann mit dem versuchen rauszufinden, wo man ist. Und dann gibt es ja oft auch so Straßenschilder und da steht ja dann drauf, wie die Straße heißt. Und von dort aus kann man ja dann sich mit dem Stadtplan zurechtzufinden, wo man dann hin muss. Ein weiterer Tipp, der jetzt für die Leute, die ein bisschen davon Ahnung haben, vielleicht hilft, einen Kompass mitnehmen, weil dann weiß man zumindest schon mal, wo Norden ist. Und ja, dann das mit in Kombination mit einer Karte kann auch hilfreich sein. Ja, gut. Das waren jetzt so ein paar nicht so super gute Ideen, die letzten drei, die. Aber ich wollte einfach mal erwähnen, dass es auch solche Möglichkeiten gibt. Was mache ich noch, wenn ich mich verlaufe? Wenn ich mich meistens verlaufe, dann überlege ich, wo bin ich hergekommen und laufe einfach den Weg, wo ich hergekommen bin, nochmal zurück. Versuche ihn zumindest zurückzulaufen und versuche dann anhand dessen zumindest wieder mich zu orientieren, nämlich im Zweifel, wo ich dann war. Und ja, auch sehr hilfreich für jemanden, der zum Beispiel einfach nur ein normales Handy hat und kein Smartphone. Es gibt noch Leute, die nur Handy haben. Meine Mutter zum Beispiel, die hat noch ein uraltes Nokia. Das Teil ist antik, aber es läuft immer noch super. Da kann es auch manchmal helfen, einfach jemanden anzurufen. Sowas wie zum Beispiel die Person, der man vertraut, mit der man zusammen unterwegs sein kann. Der kann man ja dann auch mal anrufen, um so Fragen zu stellen, wie zum Beispiel, ich stehe jetzt gerade hier an der Straße. Könntest du mir helfen zu sagen, wie komme ich an die und die Straße oder wie komme ich nach Hause? Weil im Zweifel kann die Person dann sowas machen wie auf die Landkarte gucken oder über Google Maps oder sowas. Und kann dir dann vielleicht helfen,
den Heimweg zu finden oder dich zumindest auch abholen, damit du dann nicht die ganze Zeit durch die Straßen irrst. Oh Gott, da gibt es eine Geschichte. Während meiner Schulzeit ich bin ja durch viele Schulen gehoppt. Ich war ein Schulhopper. Ich habe unglaublich viele Schulen in unserer Gegend mal probiert und bin überall, habe ich mein Glück versucht in der Schultechnischen, weil ich bin mit der Schule nicht ganz so klar gekommen. Und eines Tages war ich mal auf einer Schule, von der bin ich auf die blöde Idee gekommen, weil meine Mutter ist eine Stunde ausgefallen und danach wäre dann noch eine Stunde gewesen, aber das habe ich dann nicht verstanden. Und dann habe ich gedacht, meine Mutter hätte mich vergessen, weil die mich immer von Schule abgeholt hat. Dann wollte ich nach Hause laufen. Und meine Mutter ist zum Glück mit dem Auto mitgefahren. Aber ich bin damals trotzig wie noch was, bin ich nach Hause gestampft und habe mich, glaube, wenn meine Mutter nicht mitgefahren wäre, hätte ich mich maßlos verlaufen, weil ich habe mich allein 2-3 Mal nicht mehr gewusst, genau wo bin ich jetzt, und bin einmal Minimum vor einem Elektronikladen gestanden, zu dem ich zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht wollte. Oh Gott. Naja. Also, ich dachte mal mir so, dass diese Tipps vielleicht hier und da dem einen oder anderen helfen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr es macht, wenn ihr euch verlauft, oder was ihr macht, wenn ihr irgendwo hin müsst und den Weg nicht kennt. Ihr könnt mir auch gerne einfach jetzt mit mir zusammen hier dieses Querdenker-Quiz denken und suchen. Ja, das war jetzt die schlechteste Überleitung seit Menschengedenken. Also, wir holen uns unsere Querdenker-Quiz-Karte und haben mittel viel Text, aber gut. Das Thema Plastiktüten ist in aller Munde. Die EU möchte, dass sich dramatisch reduziert werden, sind sie doch eine Bedrohung für die Weltmeere. Warum verteilen nur ausgerechnet die niederländischen Eisenbahn Plastiktüten an ihre Kunden? Eigentlich sind unsere niederländischen Freunde doch sehr umweltbewusst. Man denke nur an die vielen tollen Radfahrwege. Tja, hier ist natürlich jetzt wie immer die Frage. Wartet jetzt. So. So, das war's für die heute. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das macht. Was denkt ihr? Warum gibt es in den niederländischen Eisenbahnen so viele Plastiktüten? Ihr könnt mir gerne auch auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.readmyoutlook.com. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Nein, warte mal, wir sehen uns doch diese Woche am Freitag wieder. Tut mir leid, ich war gerade am falschen Tag. Und ich wünsche euch noch eine wunderschöne Zeit. Bis Freitag. Tschüss!